Geld. Helmut Kohl, kann ich mich erinnern, kam 3, 4, 5 Mal im Jahr. Ich glaube, dass die Kanzler heute einfach auch weniger Zeit haben, daher auch dann eben nur einmal. Und der erste Gast war Konrad Adenauer, der heutige Gast heißt Angela Merkel. Ja, in jedem Sommer einmal eingeladen bin. Diesmal hat es sich vor dem Sommerurlaub nicht als geeignet erwiesen, Ihnen Rede und Antwort zu stehen, weil damals wir noch die Sonderabstimmung im Deutschen Bundestag hatten mit dem spanischen Bankenprogramm. Aber kalendarisch ist ja immer noch Sommer und insofern komme ich der Einladung heute sehr gerne nach. Ich stehe Ihnen dann natürlich im Wesentlichen für Ihre Fragen zur Verfügung, möchte aber mit einigen einleitenden Worten beginnen. Und zwar mit dem, was uns im Augenblick gerade aktuell sehr bewegt, die Ereignisse im arabischen Raum, die Angriffe auf Botschaften, auch die deutsche Botschaft im Sudan. Hier habe ich heute mit dem Bundesaußenminister noch einmal gesprochen. Der Krisenstab tagt im Auswärtigen Amt ja regelmäßig. Und wir sind uns in der Bundesregierung natürlich absolut einig, dass der Schutz unserer Vertretungen unabdingbar ist. Er muss unbedingt gewährleistet werden. Und Gewalt ist kein Mittel der Auseinandersetzung. Wir treten ein für ein friedliches Zusammenleben der Religionen, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Und ist das, was uns leiten muss. Wenn wir die Bilder aus den verschiedenen Ländern im arabischen Raum sehen, dann wird uns vielleicht hier in Deutschland noch einmal bewusst und auch in ganz Europa, wie im Großen und Ganzen doch friedlich wir zusammenleben können. Und wie wichtig die demokratischen Grundordnungen in der Europäischen Union sind und wie wichtig es ist, auch dieses friedliche Zusammenleben und das freiheitliche Zusammenleben und Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit in Europa zu schützen. Ich sage das deshalb, weil wir in mancher Detaildiskussion über den Euro vielleicht die Symbolik ein bisschen vergessen, das, wofür der Euro auch steht, nämlich für friedliche Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Wenn wir uns noch einmal erinnern, die römischen Verträge, sie sind jetzt gerade 55 Jahre alt. Das ist in historischen Dimensionen gedacht ein Wimpernschlag in der Geschichte. Und wir haben zu Recht zum 50. Jahrestag der römischen Verträge gesagt, wir, die Europäische Union, sind zu unserem Glück vereint und der Euro steht symbolhaft dafür. Wir haben jetzt eine Krise, eine Staatsschuldenkrise im Wesentlichen, eine Vertrauenskrise, auch eine Krise über die nicht ausreichende Wettbewerbsfähigkeit, die wir Schritt für Schritt lösen müssen, aber auch Schritt für Schritt lösen. Ich habe immer wieder gesagt, dass das nicht mit einem Paukenschlag geschehen wird, sondern dass das nur schrittweise passieren kann. Aber ich will auch noch einmal darauf hinweisen, wenn wir uns die letzten 2, 2,5 Jahre mal vergegenwärtigen, da ist in Europa mehr passiert als in vielen, vielen Jahren vorher. Unsere Prinzipien, die wir dabei ansetzen, haben sich, glaube ich, als richtig erwiesen. Keine Haftung ohne Kontrolle. Denn wenn Europa Glaubwürdigkeit zurückgewinnen will, und da insbesondere der Euroraum, dann geht es vor allen Dingen darum, dass wir unsere Versprechungen, unsere Vorhaben auch wirklich einhalten und umsetzen. Und wenn ich einmal daran denke, was wir geschaffen haben, dann steht dafür sicherlich symbolisch der dauerhafte Rettungsschirm für das Element der Solidarität, der ESM, und auf der anderen Seite das Thema der Kontrolle, der Fiskalpakt. Beide Rechtsakte sind ja vom Bundesverfassungsgericht auch für rechtmäßig und verfassungskonform erklärt worden. Und jetzt geht es natürlich darum, weitere Schritte zu unternehmen, denn diese Krise muss im Großen und Ganzen politisch gelöst werden. Das heißt, wir müssen das, was wir bei der Schaffung des Euro nicht ausreichend geschaffen haben, jetzt nachholen. Das heißt, wir brauchen mehr Koordinierung, wir brauchen mehr Verbindlichkeit. Und dafür haben wir uns jetzt für die verbleibenden Monate bis zum Ende des Jahres, bis zum Dezemberrat ja noch einiges vorgenommen, nämlich eine engere politische Zusammenarbeit, insbesondere in der Eurozone. Hierzu wird es den ersten Rat im Oktober geben. Wir werden dann einen Sonderrat im November haben, auf dem die hoffentlich, das ist jedenfalls der deutsche Wunsch, die mittelfristige Finanzplanung für die nächsten Jahre ab 2014 beschlossen wird. Das ist deshalb so wichtig,
weil dann die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere auch die Euro-Mitgliedstaaten, planen können, welche finanziellen Mittel sie zur Stärkung von Wachstum und damit auch Beschäftigung zur Verfügung haben. Und im Dezember wird dann die Frage, wie geht es politisch weiter in der Eurogruppe, aber auch in der Europäischen Union insgesamt hoffentlich beschlussreif vorliegen. Hier geht es im Wesentlichen um vier Schwerpunkte, die ich nur ganz kurz hier nennen will. Wir können nachher da weiter im Detail drüber sprechen. Das ist einmal die Finanzmarktpolitik, das Stichwort der Bankenaufsicht. Dazu haben die Finanzminister im ECOFIN-Rat ja am Samstag in Zypern getagt. Das ist zum Zweiten die Frage der Fiskalpolitik. Hier geht es darum, reicht der Fiskalpakt aus? Wie viel mehr Verbindlichkeit brauchen wir noch? Was passiert bei Nichteinhaltung des Fiskalpaktes? Drittens die wirtschaftspolitische Koordinierung. Das ist ein Herzstück. Wir haben das damals mit dem Euro-Plus-Pakt begonnen. Wenn wir unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit haben, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich diese Wettbewerbsfähigkeit angleichen? Und die Angleichung darf nicht im Mittelmaß erfolgen, wenn wir wettbewerbsfähig gegenüber den dynamischen Regionen dieser Erde bleiben wollen, sondern sie muss sich an den Besten orientieren. Und hier wird sicherlich der vereinbarte Euro-Plus-Pakt, der sehr unverbindlich ist, nicht ausreichen. Das heißt, wir brauchen mehr Verbindlichkeit und wir brauchen sicherlich auch Mechanismen in der Eurozone, wie wir Ländern, deren Wettbewerbsfähigkeit noch nicht ausreicht, auch helfen können, wie wir sie unterstützen können, wieder also Anforderung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Solidarität. Zweitens möchte ich in diesem Zusammenhang der wirtschaftspolitischen Koordination und der Wettbewerbsfähigkeit sagen, es ist sicherlich auch ein Gedankenwert, dass auf der Ebene der Kommission noch einmal alle Vorschriften und Regeln, die wir uns so im Laufe der Zeit gegeben haben, auf die Frage überprüft werden, helfen sie wirklich Wachstum und Beschäftigung? Europa ist ja in einer wirklich komplizierten Lage. Das Wachstum ist nicht ausreichend. Auch hierüber werden wir sprechen. Und dann geht es last but not least darum, die demokratische Legitimation für all das, was wir im Euroraum enger und mehr miteinander machen müssen, die demokratische Legitimation zu festigen. Da stellen sich Fragen, brauchen wir eine Gruppe der Euro-Staaten im Europäischen Parlament? Das ist absolut noch nicht entschieden, aber man muss ja fragen, wenn über Dinge gesprochen wird, die nur im Rahmen des Euroraums stattfinden. Oder aber brauchen wir eine stärkere Koordinierung der Arbeit der nationalen Parlamente der europäischen Mitgliedstaaten? Auf jeden Fall ist die demokratische Legitimation dessen, was wir machen, ausgesprochen wichtig, wie man ja auch an den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sieht, die uns immer wieder nahelegen, ihr müsst da auch die demokratische Kontrolle durch den Deutschen Bundestag haben. Alles andere ist nicht legitimiert. Deutschland leistet in diesem Umfeld seinen Beitrag. Deutschland ist Stabilitätsanker. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Wir konnten die Jugendarbeitslosigkeit mehr als halbieren. Wir haben einen Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit. All das zeigt, Reformen zahlen sich aus nach einigen Jahren. Und es zeigt aber auch, wir müssen immer weiter diesen Pfad gehen. Deutschland ist Stabilitätsanker nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch in dem sozialen Miteinander. Wir hätten die große Finanzkrise von 2009 nicht bewältigen können, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht hervorragend zusammengearbeitet haben. Und Deutschland ist natürlich auch, was die allgemeine Lage der inneren Sicherheit anbelangt, ein sehr stabiles Land. Wir haben unser Arbeitsprogramm als Bundesregierung unter das Motto gestellt, solide Finanzen, Solidarität mit den Schwachen, gute Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gezeigt, was in uns steckt. Und dazu hat die Politik der Bundesregierung natürlich auch einen Beitrag geleistet, wenngleich viele daran beteiligt sind. Zwei Themen stehen bis zum Jahresende noch sehr im Mittelpunkt. Das ist einmal die Gestaltung der Energiewende. Hier wird es Anfang November noch mal eine Sonderministerpräsidentenkonferenz mit dem Ministerpräsidenten und mir geben im Bundeskanzleramt, wo wir die nächsten Schritte der Energiewende miteinander besprechen. Denn all die Schritte, die zu gehen sind, können nur zwischen Bund und Ländern gemeinsam gegangen werden. Wir werden uns über den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter unterhalten müssen. Und wir werden vor allen Dingen die Netzbedarfsplanung in diesem Jahr noch abschließen und dazu auch einen Gesetzentwurf vorlegen.
Und der zweite große Punkt, der uns beschäftigt, und am 4. Oktober findet dazu auch eine große Veranstaltung statt, das ist die Demografiestrategie. Der große Herausforderung der nächsten Jahre wird der demografische Wandel sein. Wir werden als Bevölkerung weniger werden, wir werden im Durchschnitt älter werden und unsere Bevölkerung wird vielfältiger werden. Dazu sind wir auf Kommunen und Länder zugegangen und werden in den verschiedenen Arbeitsgruppen bis zum Frühjahr des nächsten Jahres dann Ergebnisse vorzeigen, wie wir diesem demografischen Wandel begegnen. Und aktuelle Themen wie Bekämpfung zukünftiger Altersarmut ordnen sich dort ein, genauso wie alle Bemühungen und Bestrebungen, die Integration in unserem Land voranzubringen. Und ich finde, dass das letzte Wochenende, an dem die Bundesliga zusammen mit der Deutschlandstiftung Integration diese Aktion Geh deinen Weg gemacht hat, war ein gutes Beispiel dafür, dass Integration selbstverständlicher wird, wenngleich wir noch viele, viele Probleme auf diesem Weg zu überwinden haben. Aber das werden wir entschlossen tun. In diesem Sinne einige Anregungen für die Diskussion von meiner Seite. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Ja, wir kommen zu Fragen, von denen ich schon mehrere Dutzend Meldungen vorliegen habe. Sie beginnen, Herr Kollege. Bitte. Ja, hallo. Noah Barkin von Reuters. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben mehrmals in den letzten Wochen gesagt, dass es gut ist, dass Herrn Weidmann immer wieder die Politik mahnt. Ihr Finanzminister, wenn ich das richtig verstanden habe, hat am Wochenende genau das Gegenteil gesagt, nämlich, dass eine öffentliche Debatte über die Politik der EZB schlecht für das Vertrauen ist. Wie erklären Sie diese Differenzen und glauben Sie, dass es wirklich gut ist, wenn Herrn Weidmann durch Interviews und Pressemitteilungen immer wieder die Entscheidungen von Herrn Draghi und des EZB-Rats kritisiert? Also die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank ist für uns wichtig und unser Vertreter ist natürlich auch in dieser Unabhängigkeit dort tätig. Also die Bemerkungen von Jens Weidmann werde ich nicht kommentieren. Ich kenne ihn, ich weiß, dass er davon umgetrieben ist, dass wir unsere Krise wirklich nachhaltig lösen, die Krise im Euroraum, dass der Euro eine stabile Währung wird. Und da sieht Jens Weidmann genauso wie ich im Wesentlichen die Politik am Zuge. Das heißt, all das, was ich eben in meinem Einführungsstatement gesagt habe, ist von äußerster Wichtigkeit. Ich glaube, dass Wolfgang Schäuble darauf hingewiesen hat, wenn interne Diskussionen, die es ja bei uns im Rat gibt und die es natürlich auch in der Europäischen Zentralbank gibt, wenn die nun in Facetten und dann aber auch wieder nicht vollständig nach draußen getragen werden, das ist nicht in jedem Falle hilfreich, aber dass der Bundesbankchef sich in die öffentliche Debatte über die Euro und seine Zukunft mit einmischt, das ist doch ganz selbstverständlich. Das war immer so und das ist auch sehr willkommen. Bitte schön, Herr Kollege. Liu Xiang, chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Frau Bundeskanzlerin, ich habe eine Frage über den Solarstreit zwischen China und der EU. Letzte Monate in Peking haben Sie sich zum Solarstreit zwischen EU und China geäußert. Und jetzt hat die EU-Kommission ein Anti-Dumping-Verfahren gegen China eröffnet. Haben Sie Ihre Position geändert? Nein, ich habe meine Position überhaupt nicht geändert. Es gibt bei der Frage der Abläufe von solchen Verfahren völlig eindeutige Fristen und eine Frist, nämlich die der Eröffnung, ist jetzt einfach abgelaufen. Aber ob es vorläufige Maßnahmen gibt, ja oder nein, wird sich erst in vielen Monaten entscheiden. Und diese Zeit steht uns jetzt zur Verfügung für das, was ich mit dem Premierminister Wen Jiabao besprochen habe, nämlich für einen Dialog. Und wir wollen diesen Dialog. Ich habe mit dem Präsidenten der Kommission darüber gesprochen. Das ist nicht nur der deutsche Wunsch, sondern es ist auch der Wunsch der Europäischen Kommission. Und bei den jetzt stattfindenden China-EU-Konsultationen wird die Kommission das auch noch einmal bekräftigen. Das heißt, meine Position ist die gleiche wie vor einigen Tagen bei meinem China-Besuch. Wir wollen diesen Streit politisch durch Dialog lösen und die Zeit, die uns bleibt, bis das Verfahren voranschreitet, genau dafür nutzen. Und das sind etliche Monate und wir sollten bald beginnen.
Frage. Mir ist interessiert, dass wie könnten Sie Ihre EU-Partners in diese Richtung zu bewegen, womöglich